Und hier geht's direkt weiter mit Finalist Nummer 2. Und der hat in Show Nummer 2 nicht nur unser Publikum überzeugt, sondern auch euch, die Jury. Mein Name ist Gazi Awakdi. Ich bin 37 Jahre alt und komme aus Kassel in Nordhessen. Mein Leben war schon immer vom Sport geprägt. Ich habe mit 5 Jahren angefangen, Fußball zu spielen, unter anderem auch in der 3. und in der 4. Liga. Bis ich mir dann eine schwere Schulterverletzung zugezogen habe und habe dann mich entschlossen, meine Karriere als Personal Trainer zu starten. Im Fitnessstudio begegnet er einem Problem, für das er eine grandiose Lösung entwickelt. Ich habe mich bei das Ding des Jahres angemeldet, weil ich ein cooles, neues, innovatives Produkt erfunden habe, was es so auf der Welt noch nicht gibt. Der GA Shaker Plus löst ein total nerviges Problem, welches jeder Trainierende auf der ganzen Welt kennt. Ich stelle euch jetzt zunächst einmal die Kartenhalterung vor. Mein absolutes Lieblingsfeature, die eingebaute Smartphone-Halterung. Als nächstes stelle ich euch die Magnethaftfunktion vor. Du kannst noch deine Kopfhörer drüber hängen, wenn du Lust hast, oder dein Handtuch. Die Leute drehen gerade so durch, als hättest du das Rad erfunden. Ja. Als die Zuschauer da richtig euphorisch drauf reagiert haben, das war sehr, sehr geil und unbeschreiblich wirklich. Das hat mich total gefreut. Der Shaker zieht problemlos ins große Finale ein. Sein ehrgeiziger Erfinder hofft auf den großen Durchbruch und ist von der Resonanz nach der Show völlig überrascht. Also ich kann es immer noch nicht greifen und auch fassen, was alles gerade passiert. Also ich bin echt überwältigt. Mittlerweile haben wir über 5000 E-Mails bekommen und unzählige Anfragen aus ganz Europa. Und es ist einfach überwältigend, wie die Leute auf den GA Shaker Plus reagieren. Na dann mal hereinspaziert. Hier ist Gazi Awakdi mit seinem GA Shaker Plus. Gazi, hi. Hallo. Hi. Du trägst das wie so dein Baby. Ist es auch ein bisschen, oder? Ja, selbstverständlich, natürlich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße natürlich auch das Publikum zu Hause auch. Natürlich die Jury, Lena, Janine. So fängt man Stimmen an. So macht man es. Ja. Auch für dich, da ging es richtig ab, ne? Es ging richtig nach oben. Du hast es auch gerade erwähnt in deinem Film Europa. Ganz Europa ist sogar interessiert. Aber man muss auch sagen, du hast auch ordentlich was, also bist ein großes Risiko eingegangen für deine Erfindung. Welches denn? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir unser gesamtes Ersparte in dieses Projekt reingesteckt haben. Wir haben, meine Frau und ich haben Tag und Nacht an dieser ganzen Geschichte gearbeitet. Wir haben 2 kleine Kinder. Wir haben gerade erst frisch gebaut und dann kam ich mit dieser Idee und meine Frau hat am Anfang gesagt, was das für eine Idee. Vollidiot, sag doch, wie es ist. Bist du dir sicher? Und als ich dann überzeugt habe, war sie von vornherein überzeugt und hat gesagt, jetzt machen wir das. Du sagst, wie es geht und wir machen das. Und ich bin auf jeden Fall dabei. Also ihr habt richtig viel Privatvermögen reingesteckt. Ja, ja. Würdest du sagen, es hat sich gelohnt? Ja, also absolut. Also ich bin total dankbar, dass ich hier dran teilnehmen durfte. Und wir haben natürlich, wie du im Einspieler schon gesehen hast, wir haben super viele Anfragen aus ganz Europa bekommen. Ja, und ich habe gehört, ein Hollywood-Star hat wohl Interesse gezeigt. Ist das richtig? Und also wenn es ja, ist nicht Joko, wer? Aber... Wer? Wer? Kann ja nur Ralf Möller. Also... Es ist tatsächlich ein Hollywood-Star, ist ein sehr, sehr bekannter. Ja, Namen bitte. Ralf Möller, Arnold Schwarzenegger. Nein, ich hab versprochen, nichts zu sagen. Ist ein Mann, ein sehr bekannter Sportaffiner. Über 30? Woody Allen. Nein, ist auf jeden Fall. Wir treffen uns nächste Woche mit ihm. Ich habe das extra verschoben, weil mein Shaker und die Sendung Priorität hat. Und der hat Termin, das Ding des Jahres gesehen. Der hat das aus Amerika. Der hat das Ding des Jahres gesehen und wir haben eine Kontaktperson, die ihn quasi so ein bisschen auch in diese Richtung geleitet hat. Aber sag doch mal den Anfangsbuchstaben. Nein. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Okay, wir verstehen das natürlich. Gazi. Wir werden es irgendwann... Eine Frage.
Du musst ja nicht den Namen verraten, aber hat er bei High Alarm auf Mallorca mitgespielt? Nein, der ist auf jeden Fall eine ganz große Nummer in Hollywood und in Los Angeles. In Soll Los das Angeles. Heißen, Ralf Möller ist keine große Nummer? Das habe ich nicht gesagt, mein Lieber. Ich nur Wir gesagt, werden es rausfinden. Ich weiß, du willst es hier nicht verraten, ganz offensichtlich, aber irgendwann werden wir den Namen hoffentlich dann mal hören. Definitiv. Vorher haben auch wir mit dir einen Werbespot gedreht und in übrigens meiner Wahlheimat Hamburg. Und so sah es da aus. Kasi Awakti ist in Hamburg angekommen und trifft am Set seines Werbefilms auf die Agentur Philipp und Kointje. Ich habe nie damit gerechnet, dass so ein geiler Werbespot gedreht wird. Ich bin total überrascht, dass es so groß aufgefahren wird. Die beteiligten Agenturen machen natürlich hier eine richtig geile Arbeit. Ich bin total sprachlos eigentlich. Freue mich sehr. Vor dem Dreh musste allerdings eine Idee her. Die Kreativschmiede und der Erfinder waren sich schnell einig. Erstens fanden wir den Gazi eine ganz tolle Persönlichkeit, gerade als wir ihn kennengelernt haben. Wir hatten großen Respekt auch vor seiner Lebensgeschichte, dass er so viel Energie, Zeit und Geld in das Produkt gesteckt hat. Und umso mehr Mühe haben wir uns gegeben. Das muss was sein, wo den Leuten das Herz aufgeht. Wenn ich mir selber einen Spot ausgedacht hätte, dann wäre der nicht so ausgefallen, weil ich gar nicht so kreativ bin in Richtung Werbung. Dafür gibt es Profis und ich bin sehr froh, dass ich diese Agentur erwischt habe. Den Wow-Effekt haben wir auf jeden Fall auf unserer Seite. In der Praxis zeigt sich, dass die Umsetzung doch aufwendiger ist als gedacht. Vor allem einer scheint den Dreh aufzuhalten. Die größten Herausforderungen sind, glaube ich, unser Hauptdarsteller, der doch eigen ist. Manchmal ein bisschen schwierig und da brauchen wir heute auf jeden Fall Geduld, aber bisher läuft alles, wie es laufen soll. Durch unseren störrischen Hauptdarsteller hängen wir ein bisschen, aber momentan sind wir noch sehr zuversichtlich, dass alles klappt. Das Team arbeitet konzentriert und zügig, denn die Zeit rennt. Wir wollten so ein bisschen eine Atmosphäre, die man so erwarten würde, wenn man nachts in einem Fitnessstudio ist, alleine, die Putzfrau alleine. Gazi Awakti ist überzeugt von seinem Produkt und dem Spot dazu. Die Leute werden total überrascht sein. Ich bin total gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Ich glaube, das wird was richtig, richtig Geiles.